Die internationale Funkausstellung in Berlin hat ihre Hallen heute für private Besucher geöffnet. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Haushaltsgeräten, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Auch neue Fernsehtechnik und Roboter werden bis Dienstag gezeigt. Die Messe blickt auf eine 100-jährige Geschichte. International wurde die Funkausstellung aber erst, als das Fernsehen schon farbig war. Das Fernsehen wird bunt. 1967 auf der Funkausstellung in Berlin. Der damalige Vizekanzler Willy Brandt drückt auf den Knopf. Und die Messebesucher sind mit dabei. Die meisten Fernseher aber kommen da noch nicht mit. Die Begeisterung ist trotzdem groß. Ein Stück Zukunft ganz nah. Also es war wunderbar. Ich wollte es gerne miterleben und ich habe es auch geschafft. Na, ich freue mich schon auf das Wort zum Sonntag in Farbe. Ein Spielzeug mehr in unserer stolzen Zivilisation. Die Funkausstellung ist seit ihrer Premiere 1924, damals noch als große deutsche Funkausstellung, der Ort, wo neueste Entwicklung auf potenzielle Käufer trifft. Nicht alles hat sich so auch durchsetzen können. Das T-Phone ist eine neue Konstruktion zur Wiedergabe von Tonaufnahmen. Das Ultra-Kurzwellen-Handsprechgerät. Ein Spaziergang mit Fernanschluss. Im 100. Jahr ihres Bestehens heißt die internationale Funkausstellung IFA. Der Schwerpunkt liegt auf neuen digitalen Welten und künstlicher Intelligenz. Fernseher und Radios gibt es aber immer noch, nur eben smart und vernetzt. Irgendwie kommuniziert jetzt alles miteinander. Bis zum 10. September ist die Messe für Besucher geöffnet.